Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Remastered Temtem des Fasers. Wir haben den Pömpel wieder. Wir haben unten was aufgeschlossen in der letzten Folge und wir haben den Pömpel wieder. Sprich, wir schleichen jetzt mit dem Pömpel zu der Frau wieder ins Zimmer. Jetzt muss ich bloß das Zimmer wieder finden. Wenn wir dann da drinnen sind, gucken wir mal, was wir in dem Wasser finden. Wahrscheinlich irgendwas, um entweder den Ofen aufzumachen oder den Speiseaufzug im Keller zu nutzen. Eins von beiden. Oh nein, er hat uns. Warum hat er uns? Wo hat er uns sehen können? Wann? Okay, er hat uns kurzzeitig gesehen, aber dann wieder verloren, oder wie? Kann also nur heißen, dass er uns auf der Treppe gesehen hat. Okay, er kommt aber in unsere Richtung. Boah, muss ja nicht offen sein für die Öffentlichkeit. Na. Okay. Er hat uns. Dieser Schrank hier ist gut. In dem Schrank hat er uns bisher noch nicht entdeckt. Wäre aber in dem Fall jetzt gerade nicht ganz so dramatisch gewesen. Wir haben ja vor einer Minute erst gespeichert. Okay, ist er weg? Ich hoffe, er ist weit genug weg schon. Okay, also wir müssen auf jeden Fall in die Richtung weiter. Oder war das hier schon durch? Nee, das müsste das Arbeitszimmer gewesen sein. Genau, hier hinten in der Ecke. Und da müsste ja hier das Zimmer von der Frau sein. Oder von Jennifer. Ist ja gar nicht die Frau, es ist ja die Jennifer. Und die Frage ist, was ist mit Mrs. Felton? Ich denke nicht, dass Jennifer Mrs. Felton ist. Die wir ja gehört haben, als wir zu Besuch waren. So. Wir schleichen uns vorsichtig ins Badezimmer. Und machen natürlich die Tür hinter uns zu. Ich weiß nicht, wie laut das gleich ist mit dem Pömpel. Falsche Taste. Use. Da haben wir einen Schlüssel. Oder? Okay, der schwimmt jetzt in der Küche, oder? Müsste das sein? Try to remove the object stuck in the drain pipe. Okay, was in der Regenrinne feststeckt. Wenn ich es richtig entdeckt gesehen habe, müsste das wieder die Küche gewesen sein. Also versuchen wir wieder zurück in die Küche zu kommen. Ich meine, das hier kann natürlich jetzt offen bleiben, die Tür. Die stört gerade einfach überhaupt nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er merkt, dass wir jetzt hier drinnen waren, gering. Also die Türen, glaube ich, gehen eh zu, sobald wir die Etage wechseln. Komm schon. Mist, jetzt müssen wir in die Etage wieder runter. Ich hasse diesen Flur. Treppe. Ich meine, da ist unser Schrank. Unser Geliebter. Gerade mal ein bisschen versucht zu hören, wo er ist. Aber mit hören ist fast unmöglich, würde ich sagen. Das Problem wäre jetzt, wenn er jetzt hier hochkommt, dann haben wir ein Problem. Weil dann wüsste ich nicht, wo wir uns verstecken sollten. Okay, wir waren anscheinend nicht nah genug dran. Doch, er hat uns. Och nein. Können wir noch laufen? Ich glaube, wir können noch laufen. Okay, die Szenen sollten wir vielleicht nochmal überarbeiten, überdenken. Die könnte man wahrscheinlich besser gestalten. Hat er uns jetzt verloren? Okay, nein, er kommt. Er hat uns noch nicht verloren. Ich dachte, er hat uns jetzt verloren. Vielleicht hat er uns jetzt verloren. Das wäre ein Glückstreffer. Nein, er hat uns nicht verloren. Mist, wo haben wir denn jetzt einen Schrank? So,
So, jetzt machen wir erstmal die Tür hinter uns zu. Damit sparen wir uns, muss er die erstmal aufmachen wieder. Ich sprinte jetzt trotzdem weiter. Ja, musst du nicht wissen, wer hier in deinem Haus spielt. Und jetzt gehen wir in den Schrank. Wir hoffen einfach mal, dass er jetzt hier nicht hingucken kommt. Okay, diesmal können wir Keep Calm, also uns verstecken, wenn es immer schwieriger, glaube ich, wird. Oh Gott, er hatte dran rumgekratzt. Oh nein, geh doch nicht runter. Meine Güte, bleib, geh doch nach oben. Geh doch nach oben, Kumpel. Musst du jetzt unbedingt nach da unten echt gehen? Da, wo wir hin müssen? Eine Option wäre es vielleicht in den Keller zu gehen, sich unten kurzzeitig im Keller zu verstecken. Oder war das sogar im Keller der Abfluss? Ich hoffe, er ist jetzt nicht unten wieder. Ich gucke erstmal im Keller. Es könnte natürlich auch der Kellerboden gewesen sein, der da zu sehen war als Abflussrinne. Oder der Küchenboden. Eins von beiden. Mal gucken, was wir dann da bekommen für ein Objekt. So, die Tür müsste ja theoretisch offen sein. Die müsste ja aufgeschlossen geblieben sein. Perfekt. Könnte durchaus der Boden hier gewesen sein. Genau, da haben wir das Objekt im Boden, würde ich mal sagen. Die Frage, kriegen wir das so einfach da raus? Hat er doch garantiert gehört, oder nicht? Find a way to raise a grill in the base. Okay, wir müssen also ein Objekt finden, mit dem wir das aufmachen können. Mist. Okay, das ist natürlich jetzt doof, dafür ein Objekt noch zu finden. Die Frage, gibt es hier drinnen das Objekt, welches wir suchen? Hier, da brauchen wir irgendwas für. Wir haben jetzt auch, glaube ich, wir haben jetzt gar keine Items mehr. Super, da rennen wollte ich jetzt auf keinen Fall. Hier haben wir nichts. Das ist jetzt ein Schrank zum Verstecken, oder? Ja. Hat sich jetzt. Ne, die Tür ist auch noch verschlossen. Okay, was für ein Objekt brauchen wir denn jetzt, um das Gitter zu öffnen? Wo sollten wir das herbekommen? Mir fällt jetzt auch spontan nichts ein. Ein Stemmeisen vielleicht oder sowas, aber. Wir waren da jetzt in jedem Raum, wir haben da jetzt in jede Kiste geguckt, oder nicht? Backofen konnten wir nicht öffnen. Ich meine, das ist nur ein Defense-Weapon. Dafür haben wir unser schönes Messer weggeworfen. Ich meine, die Teile sehen ja eigentlich so aus, als ließen sie sich dafür benutzen. Auch nur ein Messer. Find anything to open the raft. Okay, oder? Na gut, das heißt, wir müssen uns jetzt wieder hier rausschleichen aus dem Keller. Und noch einen Gegenstand finden, irgendwo in diesem verwinkelten Haus. Frage ist, wo? Hat sich auch noch. Das Game öffnet ja auch nicht einfach so Türen. Das Problem ist halt, dass man die Türen erst finden müsste. Okay, ich würde sagen, wir machen uns mal gleich nochmal auf zum Speichern. In der Hoffnung, ihr guckt hier nicht wieder rum. Wenn ich glaube, er guckt hier rum, ich höre nämlich seine Steps. Bitte. Wer kommt da gerade das Treppenhaus wieder runter? Nein, er ist direkt vor uns. Okay. Das war natürlich jetzt die andere Option. Und er geht hoch. Gut, das heißt, wir können hier in Ruhe rumschleichen. Aber da eine Schippe. Warum können wir die nicht einfach nehmen? Hier liegt so viel Gartenutensilien rum. Davon könnte man doch mit Sicherheit irgendwas nehmen. Flammiges Toast. Na lecker. Ich wollte mich hier nochmal kurz in der Ecke umgucken, weil ich glaube, hier in der Ecke hat man bisher noch gar nicht geguckt. Schippe können wir leider nicht nehmen. Seine Morgenmäntel.
Oh Gott, da kommen wir nicht weg. Mist. Na, lauf schon. Du lauf schon. Ich weiß bloß nicht, wohin ich jetzt laufen soll. Das hier müsste doch der Essensraum sein, oder? Genau. Von da an weiter hier durch. Oh nein. Oh Gott, das war knapp. Mist, ich habe keinen Plan, wo wir jetzt hin können. Das ist alles zu. Verdammt, das ist alles abgeschlossen. Okay, da können wir wieder reinhüpfen auf jeden Fall. Das heißt hier durch. Und die Tür. Dann sind wir in der Küche. Kommt er hier in die Küche rein, ist die Frage. Nee, eigentlich nicht. Tür war ja auch verschlossen, ja. Ach Mist, das gibt's doch nicht. Wir können also den Ofen nicht öffnen, weil wir dafür noch ein Objekt brauchen. Wir können da oben das Gitter nicht öffnen, weil wir noch ein Objekt dafür brauchen. Natürlich auch die Frage, sind diese Objekte in der Beta drin? Also ist es eine vernünftig abgeschlossene Beta? Oder endet die quasi so abrupt, weil man diese Gegenstände noch nicht findet? Ja, Messer auf dem Tisch. Oder das Hackebeil können wir auch nehmen. Das ist ja noch cooler. Genau. Wir können es zwar irgendwie nicht nutzen, weil ich nicht weiß wie. Find any alternative investigation on the test. Find an object. Object dropped it in the drainpipe. Find a way to raise it. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir da rankommen sollten. Ich würde sagen, wir schleichen uns tatsächlich jetzt erstmal nochmal zum Speicherpunkt. Den war ja auf dieser Etage. Wenn ich gerade nicht genau weiß, wo, was müsste eigentlich jetzt hier links rum gewesen sein. Nee, durch die Flügeltür durch, genau. Dann hoffe ich einfach mal, dass er sich in einer anderen Etage befindet. Ja, wir sollten nicht hier sein, das weiß ich auch. Wir sollten eigentlich schon woanders sein, viel weiter. Bitte lass ihn nicht wieder hier auf der Etage rumschleichen. Ich werde speichern. Und damit sind wir am Speicherpunkt und ich würde sagen, die Folge endet an dieser Stelle. Wir sehen uns also morgen wieder hier nochmal zurück zu Remastered und hoffen, dass wir irgendwas finden, um dieses Abflussrohr zu öffnen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.